Erbe, das man ungern hat. Also ich wäre auch, mir wäre auch lieber, mein Großvater wäre Gärtner gewesen und wahrscheinlich auch noch Häftling. Dann würde ich jetzt auch auf die andere Seite gehören und hätte weniger Probleme damit. Aber ich denke, ich habe eine Veränderung geschaffen, zumindest mal in meiner eigenen Familie, bei meinen Kindern, ein anderes, ein tieferes Bewusstsein geschaffen, wie es davor existiert hat, über die Familie. Fängt eigentlich schon damit an, dass die Leute einfach gar nicht richtig gucken, wenn diese Dame auf der Bühne steht und man sieht nur ihr Namensschild Marien. Da steht nichts mit Le Pen, da steht nichts mit Front National. Aber jeder weiß, dass die Familie im Grund ihr Vater ein absoluter Fascho ist, ein Rechtsradikaler, ein Holocaustleugner, genauso wie sie auch. Wenn man jetzt sieht, was im Museum de la Shoah zu den ein oder anderen Themen von ihr kam. Sie ist so weichgespült jetzt. Und ich habe ein Interview gesehen von auf einer Veranstaltung, wo ein Passant gefragt wurde. Und er sagte, mir ist es eigentlich egal, wer gewählt wird und Präsident wird. Hauptsache hilft mir als Person. Also dieser Egoismus, den wir zeitweise ja wieder verloren hatten, dieses Kollektiv, Multikulti-Gesellschaft, tritt auf einmal wieder in den Vordergrund. Was passiert, wenn eine Le Pen, eine Petri, also sprich eine AfD oder ein Wilders an die Macht kommen würden? Was passiert denn? Es passiert das Gleiche, was wir jetzt in der Türkei haben. Erdogan. Man sieht, was passiert. Aus einer Demokratie wird im Endeffekt eine ganz klare Diktatur, ein Ein-Mann-Betrieb, der ein ganzes Land steuert, so wie er Lust und Laune hat. Das ist wie Nordkorea. Momentan ja. Und da habe ich unheimliche Angst davor, aber das habe ich schon vor Jahren gesagt. Das fängt schon bei der Europäischen Union an. Damals hat man mich belächelt, wo ich gesagt habe, die Rechten werden auch dort wieder einmarschieren. Da hat man gesagt, ach was, das ist eine Minderheit. Und wenn ich jetzt zurückgehe, 3 Jahre nach vor der Wahl, also 2014, hatten wir 2, 3 so Sitze von Rechtspopulisten, unter anderem die NPD. So, heute haben wir 172 Sitze. So, in 3 Jahren ist wieder Wahl. Wie viel haben wir dann? Das heißt, wir kämpfen momentan eigentlich schon auf verlorenen Posten. Das ist nicht 5 vor 12, wir haben bereits schon 10 nach 12. Ganz einfach diese Propagandaschiene, die hier läuft. Natürlich auch das Thema moderne Medien, Smartphone, Tablets. Man kann letztendlich in einem sehr luftleeren Raum seinem Hass, seinem Frust mit allem freien Lauf lassen. Man wird ja dafür nicht zensiert, man wird nicht bestraft. Und dass natürlich auf der einen Seite dieses Thema Flüchtlingskrise sehr gepusht wurde und sehr genutzt wurde, speziell von rechtspopulistischen Parteien, auch zum Teil von linken Parteien. Man muss Einhalt gebieten. Ich denke, die Leute sind da einfach sehr oberflächlich in der Denke. Wenn man reinguckt, wie viele waren denn wirklich Attentäter aus dem Ausland? Da muss man einfach zu der Erkenntnis kommen, 0. Also ich scheue mich auch nicht, Demagogen, kommende Diktatoren auch direkt namentlich anzusprechen. Ich hatte dieses Thema ja auch in Schweden mit den jungen Menschen, die mich mit 15-Jährigen, die mich gefragt haben, würden sie nicht für uns diesen Clip machen? Wir wollen mal weg von diesem Commercial, diesem normalen Werbethema, was man so in Politik macht. Und wenn man sieht, wir haben also die SD-Party, die rechtsradikale Party in Schweden, haben wir ja um über 8% gedrückt. Und ich denke, einfach mal kritisch hinterfragen, auf den Bauch zu hören und mal so um sich rumschauen, über den Tellerrand raus, zu gucken, okay, was ist wirklich Fakt, was ist Sache? Und nicht einfach nur diesen Herdentrieb der Masse folgen. Probieren, der Masse zu entfliehen, das heißt aus der Masse herausstechen und dann funktioniert es auch. Also das so, zumindest mal so habe ich mein Leben geführt bis heute und ich werde es auch weiter so führen und habe es meinen Kindern dabei gebracht, auch die führen es so und es funktioniert.